Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Elden Ring. Hier haben wir Godrick, den Spinner, besiegt, der im ersten Anlauf schwierig war, aber im zweiten zusammen mit diesem Quallenschild und auch mit meiner Eisaxt gar nicht mehr so dolle schlimm war. Wir hatten natürlich auch Hilfe von einer Kriegerin, die wir vorher noch gefunden hatten im Level. Das ist natürlich ganz praktisch gewesen, weil die hat auch schon mal ganz gut reingehauen und natürlich nicht zu unterschätzen unsere Hunde. Die hauen ja nochmal richtig rein, die Hunde. Gut, aber wir haben es alles geschafft und jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Jetzt ist hier ein Tor. Ich denke, was können wir jetzt aufmachen? Wahrscheinlich wird es nur hinten rauskommen, wo wir eigentlich auch schon mal waren. Oder auch nicht. Hab jetzt mit was anderem gerechnet? Na gut. Hier ist mein Thron, wie man sieht. Der ist nur für mich. Achtung, Arme. Rumpfversuchung. Warum immer Arme? Warum immer Arme? Habe ich jetzt nicht verstanden. Okay. Wie gehen wir hier längs? Hier kann ich auch nicht hauen und nichts. Hier kann man nur lesen. Vision hervor, Kontrollpunkt. Okay. Wir gehen mal hier längs. Ich weiß nicht, ob es nicht der leichte Weg ist auf der anderen Seite. Wir testen beides mal. Warte mal kurz, hier geht's runter. Ich muss mal kurz hier hoch. Hier kann man nichts machen, okay, aber was ist denn, wenn ich auf der anderen Seite runtergehe? Geht's in die gleiche Richtung oder ein anderer Raum? Kann ja hier jemand gestorben sein. Man weiß es nicht. Todesversuchung. Okay, wir gehen einen anderen Weg runter. Das ist schon gut zu wissen. Dieses Schild schockt einfach. Sieht einfach lässig aus, oder? Nachricht voraus. Leiter voraus. Da geht es einfach irgendwo runter. Hat da gerade dieser Geist gegengehauen? Ist da was? Nee. Das hier sieht aus wie ein Weg. Das ist aber keiner. Das hier? Nein. Gut, dann müssen wir hier wohl runter. Hier ist eine Leiter. Okay. Natürlich nicht, wo wir jetzt hier hinkommen. Aber da liegt zumindest was. Schabriti-Traube. Was sagt er? Jungfer, teure Jungfer, wo seid ihr? Bitte nehmt meine Trauben. Alter, kennst du die Frauen nicht? Die wollen nicht nur eine Traube. Erstes gut gemacht, aber gerade erst begonnen. Aber immer noch keinen Eldenring. Nee. Gut gemacht. Übrigens, gebt nicht auf. Preiset her. Hier waren wir ja schon. Gut. Jetzt sind wir ja da, wo wir schon waren. Also gut, dann haben wir also das jetzt geschafft. Ich muss mal kurz gucken, da stand da drin, dass man mit diesem Eldenring, dass der irgendwas kann. Aber was? Zur Herstellung von gesprungenen Töpfen nötige Behälter. Erhöht die Anzahl der Talismanplätze. Okay, wie macht man, wie legt man die denn an? Das wäre ganz wichtig zu wissen. Gucken wir gleich mal. Irinas Brief, ein Brief, ein Kommentar von Schlossmann. Ein edles seidenes Taschentuch mit blassen Blutflecken. Im Inneren sind Worte zu erkennen. Die Oberfläche ist bereits verschrumpelt. Gib dies dem blinden Jungfer, um sie zum fernen Licht zu führen. Eine Quelle jener der Bestienkleriker am Refugium und der Bestien weit im Osten sammelt, verschlingt diese Wurzeln. In der Nacht des schwarzen Messer trug die Rune des Todes dazu bei, dass der erste der Halbgötter niedergestreckt wurde. Später bereitet er sich
Okay, das können wir denen geben. Das machen wir noch. Aber jetzt will ich einmal wissen. Wie kann man denn... Wie kann man denn... oder war dies einer der vielen Schätze, die er mitnimmt? Der Schleier ist auch als Marikas Spielerei bekannt. Okay. Echo der Verpflanzten. Ein in den Erdenbaum gehauchenes Echo von Godric, dem Verpflanzten. Die Macht seines Namensgebers kann durch seine Fingerlesern erschlossen werden. Alternativ lässt sich daraus auch eine große Fülle von Runen gewinnen. Ein schwacher Mann versprach sich durch den grotesken Akt der Pflanzung eines Macht. Okay. Aber wo konnte ich denn... ich habe doch dieses... ich habe doch was bekommen. Wo ist denn das? Wo man sehen kann, wo man den wieder... diesen Runenbogen oder was ist da, was wir da bekommen haben. Ah, da ist die große Rune, okay. Sucht den heiligen Turm von Limgrav auf, jenseits der großen Brücke von Schloss Sturmschleier. Sucht den heiligen Turm von Limgrav jenseits der großen Brücke von Schloss Sturmschleier, okay. Da gucken wir doch mal rein. Was ist das hier vielleicht? Und das hier hinten ein Turm? Ich glaube, das ist damit gemeint, oder? Ein anderer Turm gibt es hier nicht. Aber wie kommen wir da am besten hin? Können wir da irgendwie hoch hin? Tunnel? Wie kommen wir da hoch, ist die Frage, ne? Ich glaube, wir machen einfach mal Hüte des Kriegsmeisters und reiten wir dann so querfeldein hoch. Aber zu sehen, ob wir da auch hinkommen. Gucken wir mal. Aber ich muss wissen auch, wie man den Talisman, dass ich mehrere Talismänner tragen kann. Das würde ja ziemlich geil sein. Aber wie mache ich das? Ach so, das kann ich schon, weil ich ja Krummschwert-Talisman, Speer-Talisman, Clown-Talisman, Weitschuss-Talisman. Das haben wir jetzt benutzt. Wir haben den hier für mehr P und das regeneriert die... Dann können wir das so machen, ne? Ist ja lustig. So. So, wo wollen wir unser Pferd? Und da müssen wir nochmal ganz kurz gucken. Also ein bisschen in die Richtung. Das ist ja diese Brücke da, ne? Weiß. Ich glaube, ich muss in diese Richtung. Hier kann ich nicht laufen. Was ist denn hier? Wahrscheinlich da jetzt zu Breischlagen versuchen. Invasion des Rekusant Henricus. Okay, er ist es. Oh! Oh, Henricus, das war's für dich. Henricus Krummfingermedizin. Hammer-Talisman. Okay, einen Hammer-Talisman brauchen wir nicht.
Zumindest ist der weg. Ich wollte doch einfach nur kämpfen, macht das Krieger bis zum bitteren Ende. Aber warum? Warum? Wofür eine Hand der Nadel? Wettkampf Mehrstellerpartien. Kleine rote Statue. Krummfinger soll landen. Die Tür kann man aber nicht aufmachen, okay. Aber irgendwie müssen wir. Der Turm, welcher Turm ist denn damit gemeint bloß, ne? Wir reiten jetzt einfach mal hier längs. Vielleicht ist ja der Turm wirklich da hinten gemeint, am Ende der Brücke. Wenn wir da längs können überhaupt. Würde mich mal interessieren. Aber hier geht's gleich in den Abgrund und dann kommen wir nicht weiter, ne? Okay. Keine Ahnung, ob das richtig ist. Wir machen es jetzt aber jetzt mal. Ich folge jetzt einfach der Brücke. Hier können wir der Brücke nicht mehr folgen. Dann müssen wir eigentlich auf die Brücke, ne? Bloß wie kommen wir denn auf die Brücke? Finden wir schon gleich noch raus, warte mal. Von hier aus doch bestimmt, oder? Von hier aus wahrscheinlich. Wir versuchen mal. Ah, warte mal, ich habe eine Idee. Aha. Wir können ja theoretisch darüber von drinnen. Also von der Burg aus, ne? Guck mal, jetzt hier müssen wir auch nur hierher kommen. Weil die Brücke wird ja wahrscheinlich da hinten längs gehen. Oh, warte mal. Wir haben ja auch ein bisschen. Wir können es mal ein bisschen stärker machen hier, bevor wir sterben und alles verändern. Lass uns mal ein bisschen stärker machen hier. Stufenaufstieg. So. Und jetzt gucken wir mal. Da müssen wir einmal rüberspringen. Ah, das war die richtige Richtung. Alter! Die hat mich jetzt schon wieder fast platt gemacht, diese blöde Krähe da. Das ist doch gar nicht. Wir müssen auf jeden Fall da hinten längs. Ist nur die Frage, wie. Da geht's etwas runter, aber auch nicht so, aber auch nicht so tief eigentlich, ne? Könnte man vielleicht aushalten. Warte mal. Auf jeden Fall in die Richtung. Aber da runter können wir nicht. Na, willst du auch noch was wissen von mir? Okay. Hier waren wir noch gar nicht, sehe ich gerade. Aber nur, dass ein Krieger ist.
Da könnte man rüberspringen. Brauchen wir aber nicht, weil da unten wollen wir nicht runter. Eigentlich nicht. Immer so. Gibt's nichts, okay. Ist die Frage, wo wir hin müssen, ne? Vorsicht vor rechts. Ah, da ist das. Da ist der Typ, der. Okay. Mann, die müssen wir da oben schon vor hier sein, ja. Oh nice, sind die beiden, okay. Ah, ich wusste es, es sind diese beiden Schwachmaten gewesen. Letztes Mal bin ich von da auch gekommen, ne? Also wir müssen ja irgendwie darüber kommen. Wie kommen wir denn darüber? Wie kommt man denn darüber? Ah, ich weiß auch nicht mal, ob ich auf dem richtigen Weg bin, aber ich will jetzt über diese Kackbrücke. Also da muss ich hin. Da muss es doch einen Weg geben. Guck mal, da geht es ja einfach nur da runter, wo wir dann natürlich alle platt machen können. Oder wir gehen wieder diesen anderen Weg, den ich gerade gegangen bin. War hier noch irgendwas? Nee, ne? Nee. Wieso kann ich jetzt hier die Hunde rufen? Wir machen es einfach mal, aber warum kann ich die rufen jetzt? Wir hauen schon wieder ab jetzt. Ist doch dumm. Können wir abschießen können? Nein, lauf weg!
eine besiegt. Ein anderer ist dann auch. Aber kann ich ihn nicht von hier abschießen? Nee. Kommt er oder kommt er nicht? Hallo? Oh, so ein Hiopai, ey. Ganz weg vor ihm. Ja, komm. Darf man kurz unsere Sachen holen? Oh nein! Nein, lauf doch mal! Scheiße. Ach, so macht es auch keinen Spaß mehr. Wie kommen wir über diese Kackbrücke, ist die Frage. Muss ich an den beiden Typen vorbei? Eigentlich doch nicht, oder? Weil es geht ja nur auf... Ne, eigentlich nicht. Ja, wie komme ich da rüber? Es muss ja irgendeinen Weg da längs geben, aber wie? Oder wo ist der? Ist das unten rum? Ich weiß das echt nicht. Pass auf, wir versuchen was anderes. Ich weiß nicht, ob es der richtige Weg ist oder nicht, ist mir auch egal. Aber irgendwas stimmt ja nicht. Wir sind auf jeden Fall irgendwie falsch. So. So, wir gehen jetzt mal da hinten längs wieder. Wir lassen die Hunde nochmal raus und machen hier, räumen hier nochmal auf hier draußen. So, das müsste doch eigentlich jetzt alles richtig sein hier, oder? Gut, da hinten müssen wir nicht längs, aber ist das der richtige Weg? Ich glaube, wenn man da so runter geht, dann kommen wir da, glaube ich, hin. Bin mir nicht 100% sicher, testen wir es mal. Wölfe gehen aber langsam weg hier.
Scharfschütze voraus, ja. Warte mal, den müssen wir da oben auch mal wegflanken. Das können wir hier machen, oder? So, da ist der Scharfschütze mit seinem Ballisten-Dings da, ne? Oh! Okay. Der haut da ordentlich rein. Ist die Frage, ob man den wegbekommt überhaupt. Ich weiß, wo ist da oben. So, jetzt ist aber die Frage, ob der richtige Weg ist. Ich glaube schon, ich glaube, es geht da längs. Dann müssen die Leute wahrscheinlich auch erstmal wegflanken hier. Als wenn die sich gleich töten. Nein! So. Dort müssen wir gar nicht längs. Wir können jetzt. Ich muss an die Richtung, oder? Ja, guck mal. Okay. Ich glaube, wir müssen da rein. Okay, wer ist er denn? Shit, ey. Ah, hüpft weg von meinem Pfeil. Na, warte mal kurz. Ich hab ja Zeit. Okay, das wird mir schon lange dauern. Wenn es hier jeweils dann was anderes geben würde.
Okay. Okay, Dunkelschmiedestein. Bestien, Ralfzahn, alles Mögliche bekommen. Gut. Wir haben bloß nicht so viel Leben mehr. Deswegen, aber ich glaube, da hinten ist so eine goldene Rune, kann das sein? Das ist was? Nee, das glänzt nur so. Shit. Gut, dass wir nicht da reingekommen sind im Tunnel. Den hätte ich, glaube ich, nicht platt gemacht. Jetzt die Frage, wir sollen da rüber, aber, wie man sieht, sind da so ein paar Wachen drin? Oder sind doch keine Wachen? Ich weiß nicht. Nee, okay, die tun nichts. Lügner voraus. Aber das ist auf jeden Fall schon mal so ein Dings. Etwas, wo wir uns ausruhen können. Perfekt. Perfekt mal wieder, ne? Perfekt mal wieder. So, noch einmal hinsetzen. Stufenaufstieg, was machen? Nee, kann man nicht. Okay. Das wird der Turm sein da hinten, von dem die alle reden, oder? Blitzdrachen-Talisman. Also der Turm sieht einfach aus, ob der... Ein Pferd benutzen? Nein. Okay, der sieht aus, als ob hier, als ob es nicht gesund wird gleich. Aber ich glaube, dieser Weg ist richtig. Da hinten ist nochmal so ein Riese, den hatten wir ja schon mal besiegt. Also so einen ähnlichen. Ich weiß noch nicht, wie viel. Naja, hat natürlich volles Leben. Da ist noch einer da hinten. Ist nicht nur einer, es sind gleich zwei, drei, vier. Ich glaube, so richtig viel Schaden machen wir mit dem hier nicht. Nein, machen wir nicht. Aber der macht doch alles kaputt hier. Ist die Frage, ob er hier durchkommt. Ich glaube, würde fast behaupten, er schafft er. Er hat einen ganz schön langen Reicharm. Also ich glaube, wenn der uns trifft, dann macht es aber Kasala. Wow, das ist dicht dran. Und er kann Feuer. Hier durch können sie nicht, oder? Trotzdem, wie man sieht, ist es sehr gefährlich. Man kommt nicht mal in die Nähe von denen. Okay, er kommt hier doch rein. Ah, hat er getroffen.
geben ja auch kaum Punkte. Sind jetzt gar nicht so schwierig, sind aber sehr, sehr behäbig, ne? Das ist das natürlich, was ein bisschen... Okay, da hinten schießt noch irgendeiner, was? Das schießt aber auf den Typen auch hier. Okay, nur sein Gesicht getroffen. Okay, jetzt kann ich es machen. Mann, da kann ich fallen mit gleich. Haben wir mehr Pfeile? Ach, den hat er schon selber kaputt geschossen oder was? So irgendwie platt machen. Ich weiß noch nicht wie. Aber ich glaube, das dauert sonst zu lange mit den Pfeilen. Schnell weg, weil der Typ da hinten ja auch noch schießt. Der schießt und der schießt hart, der Dicke, wie man sieht, ne? Also ich meine, das sind einfach mal... Heieieiei. Schmiedestein bekommen. Kurz gucken, ob hier unten noch irgendwas ist. Da ist nur Abgrund, oder? Ich will jetzt nämlich nicht auch irgendwie runterfallen, das wäre auch dumm. Aber...
Da liegt was. Wann komme ich denn wieder hoch? Das ist die Frage, ne? Kommt man dann wieder hoch? So, wir laufen erstmal hier rein und gucken, was da hinten gibt. Da hinten gibt es auch wieder ein Portal. Was uns wahrscheinlich zum Turm bringen wird. Ja, machen wir mal. Das ist schon wieder ein bisschen in Richtung spannend, ne? Ah, jetzt bin ich da, okay. Ich renne nochmal kurz in die Richtung, um zu sehen, ob da irgendwas ist. Nur diese großen Vögel. Silberne Federtierfuß. Hier ist wahrscheinlich gar nichts mehr, aber sicher ist sicher. Gut, dann lassen wir da in die Tür rein und gucken, was uns der Turm zu bieten hat. Das ist einfach ein riesiges Abenteuer, das Spiel, ne? Muss man einfach mal sagen. Ach, guck mal, da sitzt auch noch einer. Goldene Rune, perfekt. Man kann auch irgendwo speichern gleich, beziehungsweise nicht speichern, sondern ein, finden eine Stelle, wo man sich ausruhen kann, wenn wir überhaupt reinkommen. Aber ich glaube schon, weil wir ja diese Rune haben. Dafür ist die gedacht, ne? Heiliger Turm von Limgrave. Das muss ja sein, der heilige Turm von Limgrave, den wir suchen. Da heißt ja schon so, wie das, dass wir suchen. Erstens gut gemacht. Oh. Zweitens schlecht gemacht. Bin ich runtergesprungen. Ich hätte da draufstehen sollen, glaube ich. Ist das ein Elfenring? Ich hoffe, der kommt nochmal runter. Weil die Fahrt nach oben ist gerade Ewigkeiten lang. Ich wusste nicht, dass das Ding hochfährt. Ich habe jetzt nicht mit direkt diesen Fahrstuhl ist. Ah, komm wieder zurück, okay. Dann warten wir kurz und dann gehen wir gleich nach oben, ne? Mein Gott, ist das ein langer Turm. Kommt der Fahrstuhl. Guck dir das an. Hat da jemand ein Problem? Muss da jemand was kompensieren? Gut. Nochmal rauf. Okay. Alter. Alter Schwede, was ist das für ein Turm? Gigantoturm. Und schnell runter, weil der fährt ja auch relativ schnell wieder runter, ne? Da kann man ja rufen mit. Achtung, benötigtes Objekt. Achtung, benötigtes Objekt. Was? Lügner voraus. Lügner voraus. Hat er nicht erwartet, dass hier kein Geheimnis ist? Nee, ich auch nicht. Gut, dann lassen wir da rein. Hoch, meine ich. Ach, guck mal, hier können wir auf jeden Fall schon mal auch das Gnade finden. Das ist ja schon mal gut für uns.
Geht's hier hoch? Boss voraus. Sozusagen Adleraugenteleskop versuchen. Kommt schon wieder ein Boss gleich. Nachricht lesen. Sicherheit voraus. Sicherheit voraus? Kraft einer großen Rune wiederherstellen. Ah. Gottricks große Rune. Gucken wir mal kurz. Hätte ich nur einen Kopf? Hätte ich nur einen Kopf. Meint er etwa den Kopf hier? Lustig. Gut, jetzt haben wir die Runde gemacht. Das war's denn wohl. Oh, das war's. Na gut, haben wir doch gut gemacht. Gut, dann haben wir wofür die Runde benutzen können. So. Inventar. Da. Erhöht alle Attribute. Objekt zum Interagieren auswählen. Können wir ausrüsten? Eine große Rune, ihr Segen erhöht alle Tribute. Diese große Rune ist als Ankerring bekannt und gehört in die Mitte des Eldenrings. Der Eldenfürst Godfrey und sein Nachkommen, der Goldene Stürmer, waren die ersten Halbgötter. Woran sehe ich denn das? Kann das echt sein? So, sind die Attribute alle so erhöht worden jetzt? Warte mal kurz gucken. Tatsächlich, wir sind jetzt bei 277. Obwohl, die hatten wir das nicht auch schon vorher? Im Endeffekt ist es ja egal, aber gerade große Runen. Ach, da! Okay, im Menü für große Runen könnt ihr große Runen ausrüsten, deren Macht wiederhergestellt wurde. Mit einem Runenbogen lassen sie sich ausgerüstete große Runen sogar noch verstärken. Erhöht alle Attribute. So, jetzt will ich mal kurz sehen, ob er wirklich alle Attribute erhöht hat. Ja, okay, stimmt. Erhöht ein bisschen Attribute. Man sieht da oben, unser Leben ist ein bisschen mehr geworden. FP, Ausdauer. Okay. Ist ja gar nicht so schlecht. Jetzt könnte ich mit diesem Bogen... Gewährt bei Verwendung den Segen einer ausgerüsteten großen Rune. Okay, das ist einfach wieder dumm von mir wahrscheinlich, das zu nutzen. Oh nee, guck das mal an da oben. Heieiei. Aber wie lange hält denn das an? Nicht so lange, ne? Aber das ist ja gut zu wissen, dass wir sowas haben. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin, tschüss.